Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Ratchet & Clank Rift Apart. Im letzten Part haben wir ja diese Bots zurückgebracht, hier in der ganzen Area, zur Chefingenieurin. Wir haben alle, so gesagt, einsame Gegenstände gesammelt. Also wir haben alle Rüstungsteile, alle Bolts und den Infobot. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur noch da, also ach so, stimmt, jetzt haben wir hier eine Anomalie. Und dann geht's wahrscheinlich beim Tor weiter. Ratchet gesehen auf Savali. Wirklich? Wie geht es ihm? Gut, dünner als ich dachte, aber insgesamt heldenhaft. Doch ich schweife ab. Deine Möglichkeiten warten darauf, dass du sie zum Meta-Terminal leitest. Es gibt was Neues. Hebekugel, Tempokugel, Kenmar. Schwer, obwohl, nee, Kenmar alles G. Meine Möglichkeiten können bei so viel Wind nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Ah, nee, schwere Kugel ist doch neu. Ist doch neu. Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert sich das Projekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Oh, die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Klempner. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Warte mal, ich glaube, ich muss... Nee. Urlaub. Jetzt doch. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung. Selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Dann das. Dann brauche ich aber noch eine Speedkugel eigentlich. Obwohl, nee, Moment. Blockiert. Bestimmt kann mir die Säge weiterhelfen. Crazy. Und das war's. Jetzt nur noch draufsteppen. Und dann geht es eigentlich. Prophet. Ja, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Oh, nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie: Das ist ein Blag-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhofzahn, ein terraklonisches Liebesgedicht. Oh Mann, ich muss das aufschreiben, denn das war unglaublich, Clank. Bleiben nur noch zwei. Krass. Gibt's wieder was Neues? Nee. Und? Wie läuft's mit Red? Okay, hat mein Hirn gehackt und meine Erinnerungen gesehen. Was macht also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Schöne Unterhaltung, du. Das ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegner. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets auch keine Roboter. Ja, das bringt mir absolut nichts. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ah, ja, mein. Damit bleibt man schön auf dem Teppich. Funny. Ich weiß, wie man Doppelsprung macht, Digga. Die Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihnen helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe so. Ich und kann alles reparieren. Alles. Ach so. Die schwere Kugel muss da rein, die Tempokugel muss da rein und die Hebekugel muss da rein. Oh yeah. Oh schön! Ich hätte nie daran
sitzen. Ich schon, siehste. Verlass es, ja. Gibt es irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern? Nicht immer. Aber es wäre schön, sich nicht so viel sorgen zu müssen. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr. Ja, oh, Digga. Wait a minute. Ich muss nur... Da hebt sich die Stimmung. Aha. Funny. So. Ach, Frank! Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau. Aber wie? Und hab immer einen Pömpel dabei. Hab immer einen Pömpel dabei, alles klar, Digga. Aber wie mache ich jetzt? Weil ich will ja nicht. Wir sollen ja hier durch. Okay, ich kann ja nicht gegenrennen. Nein. Hau dich doch da rein. Okay, das bringt nichts. Dann wie wär's mit einer Hebelkugel? Dass sie über den ersten hier drüber kommt, dann geht er nach da. Dann nach da. Und dann kriegt er eine schwere Kugel reingedrückt. Und anders, die kriegt er da reingedrückt. Und Tempokugel kriegt er da reingedrückt. Anders. Dann andersrum. Kriegt ihr da eine schwere Kugel und da eine Tempokugel. Es kommen sogar zwei durch, was? Und es laggt. Es hat sich wieder aufgehangen. Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und... immer einen Pömpel dabei. So. Anomalie wurde bewusst. Tolle Arbeit. Geht doch. Vielen Dank. Nein, dank dir. Und vergiss nicht, Zuversicht ist der Schlüssel. Und da ist die Scheiße gerade eben abgestürzt. Digga. Muss nicht. Die Verstopfung da drin oder was? Ja, ich hab die schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder! Alter. Wie viel Wasser ist das? Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Das ist ein Aufzug, ich dachte, das wäre ein Tor. Dann gibt's Phasenquarz. Oh. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, ne? Da gibt ja eigentlich nichts. Also hier ist noch was, aber pff. Quarzbergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Sieh an, die Männergang ist zurück. Alter, fast Stufe 5. Thank you.
Dann kann man... Nein, ich lasse es, ich lasse es. Grinde zum Bohrer. Richtig kacke. Hallo, ich bin... Das ist Cap, ich bin nicht... Nee, ich bin zur Seite gesprungen. Ich bin zur Seite gesprungen. Ah, wow. Doch, da geht's wohin. Kann ich ihn nicht auch aimen damit? Ja, okay, ich muss. Ich dachte mir gerade drückt, machst du es oder machst du nicht? Aber ich musste. Wir kommen dem Hauptbohrer rasant näher. Ist doch gut so, I guess. Oh, was ist. Was ist denn das für Bohrer? Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Geil. Wo ist er denn? Ah, seid alle hier. Oh, da kommen sie doch alle. Komm, sind das... Ist, ach, das ist die Stufe 5 von das. Partypilz. Phasenquarz. Da, in dem Bohrerstrahl. Schlage es mit dem Hammer aus. Bitte, pass auf. Aua. Stoppe den Bohrer. Ja, komm, kann man noch nutzen, müssen wir auch ein bisschen leveln. Dann du. Batz. Wir werden nicht sterben. Auch nicht. Warte, ich hab doch noch hier. Was hast du vor? Dieser Transporter, er ist groß und schwer. Und voller Treibstoff. Und
gefährlich nah dran, zur Bombe zu werden. Oder wir rammen damit den Bohrer, lösen ihn und verhindern so, dass der Planet zerbürst. Eigentlich verstößt das gegen das Transporter. Mein weg. Hallo, hier ist dein bester Freund, Jim. Bitte stirb nicht. Ich habe nämlich meine Trauerlaute gelöscht, als ihr beste Freunde ruft. Nicht jetzt, Jim. Jetzt hätte ich gern einen Trauerlaut. Wow, das ging schnell. Der Blitzableiter, wie auch immer der heißt. Nein, das Phasenquatsch, Junge. Ja, das kann man zusammenflicken. Vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torrin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Unglaublich, wir haben die Saar gerettet. Kristall ist mein Ding. Beschaffe Phasenquarz. Okay, Bolt. Suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast. Ich hab nur keinen Plan, wie lang die Aufnahme ist, ne? Dann gelingt uns das Unmögliche. Die Mords haben so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Oh. Hört ihr das? Genau so klingt es, wenn ich Lügen zerstöre. Dreckige, üble Lügen. Sie sagen, diese Dimension ist instabil. Wir werden in eine formlose Leere gesaugt. Falsch! Und wer was anderes glaubt, dem befehle ich, seine Augen in die Verbrennungsanlage zu werfen, weil sie offensichtlich nicht funktioniert. Noch wichtiger, die Lombax-Vandalen sind nicht entkommen. Wie hätten sie es? Wenn ich sie noch nicht mal geschnappt hatte! Ihr Schwachköpfe! Ihr wollt die Wahrheit. Mein Lombax-Cocktail beträgt jetzt 27 Squint-Zillionen Nefari-Taler. Seht es euch an! So viel, so real, so absolut nicht gefälscht. Und es gehört alles euch, wenn ihr diese blöden Lombaxe fangt. Offenbar will Dr. Nefarius uns um jeden Preis schnappen. Wir müssen weiter. Das glaube ich auch. Sehe ich eigentlich hier, wie viel Fortschritt ich habe? Nö. Ob es hier das hier ein Häkchen ist, hier auch und hier auch. Und hier nicht. Drohnen und Cordelion. Wenn man einen neuen Dimensionator bauen kann, dann Ratchet. Ach doch, hat doch. Ratchet ganz, ganz rechts sehe ich das. Ja, moin. So, und an dieser Stelle werde ich mich jetzt auch verabschieden. Das ist mein kürzerer Part als sonst, aber das ist ja auch egal. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Und bis dahin, ciao.